Sag mal, haben sie dir ins Hirn geschissen? Du bist so ein Volltrottel! Ich hab's nicht mehr ausgehalten. Ich hab mir gedacht, ich muss zu mir. Ja, und dann? Wolltest du den Rest deines Lebens auf der Flucht sein? Das ist genau das, was ein Kind braucht. Super für die Entwicklung. Ich war nicht spazieren an dem Abend. Ich war bei der Irene in ihrer Wohnung. Wie bitte? Warum hast du uns das nicht gleich gesagt? Weil man denkt, ob das macht mich noch verdächtiger. Nein, du Koffer! Lügen! Lügen und abhauen, das macht dich verdächtig! Herr Techner, warum haben Sie die Frau Magyari getroffen? Roland! Weil ich was vercheckt hab. Ein bisschen Koks. Sie hat es braucht, dass die Scheißwichse aushält. Du hast stealt? Ich hab mir gedacht, das machst du nimmer. Oder ist das auch für die mir? Ein bisschen was würde ich ja gern bieten können. Wenn du ein Geld brauchst, hättest du doch zu uns kommen können. Glaubst du nicht, die Anni hätte da geholfen? Ich hätte da geholfen. Ich brauch keine Almosen. Na, was du brauchst, ist ein Hirn. Okay, sie waren also in der Wohnung. Was ist dann passiert? Haben sie gemeinsam was genommen? Ah. Wir wollten zusammen was trinken, aber dann hat sie einen Anruf von ihrer Chefin gekriegt und hat dann gleich weg müssen. Ein Auto hat sie abgeholt. Ja, können Sie das ein bisschen genauer beschreiben, das Auto? Ein schwarzer Simmer BMW. Sie ist eingestiegen, dann habe ich es nicht mehr gesehen. Sag mir einen Grund. Einen einzigen, warum wir dir gerade noch glauben sollten. Sag mir den! Oh. Nasenbussi. Nasenbussi? Wirklich? Komm her. Sehr fesch schaut sie aus. Magst du auch blaue Nasen? Na, danke halt nicht. Ja, aber sicher würde ich dann Tanja blaue Nasen, ne? Ja. Na, weh. Ist das weh. Mach, Papa. Früher hätte sie das nicht traut, da war nämlich ich die Große. Ja, später Rachenschwester erst, ne? Okay, ich weiß so lieb. Magst du was trinken, Schatz? Ja. Ja. Ups. Boah, du Arsch. So was habe ich noch nie gehört. Angriff abweichen mit dem Zufahrer schnauzen. Das ist wie am Heißel sitzen und nicht scheißen. Ja, ich befehle, was willst du machen? Weißt du, was wir jetzt sind? Ein feiger Schwuchteldampfer. Das ist ein Gerücht, also alles darfst du dir nicht glauben. Also, das glaube ich sofort. So ist die Welt. Das sind die da vorn und mir. Anscheinend war Feigheit vom Feind der Grund. Dann hätte sie der Hoffmann auch schon längst selber da schießen müssen. Halt's zurück, los! Es tut mir leid, wenn wir es nicht behalten können. Guten Morgen. Hallo, Trüffelschwein. Hallo, was? Nix, frohes Schaffen. Du und der Freund, die Julia. Ah. Na, du hast aber nein. Doch. Ich hab mir gedacht, wir sind Freund. Ja, natürlich.
Aber er hat einfach die bessere Nase. Moin, Kali. Servus. Ah, der Experte. Ah, der Trödler. Kaffee? Fährst schon wieder drin. Ja, genau. Die steht aber schon auf meiner Liste. Es geht um Folgendes. Wir suchen ein Testament. Entweder versteckt oder verschlammt.